Auf jeden Fall bringen wir die jetzt in Sicherheit, glaube ich. Ich weiß nur nicht genau, warum wir mit dem Mustang hier so unauffällig durch die Straßen fahren. Aber ist schön. Das ist ein Auto, hinter dem man schön herfahren kann. Ist das dein Ernst, Alter? Herzlich willkommen zurück zu The Crew. Es ist eine sehr lange Zeit her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Und das sage ich fast in jeder vierten Folge oder so. Ich habe irgendwie immer wieder das Spiel abgebrochen und immer wieder angefangen. Und jetzt habe ich vorhin so überlegt, was nehme ich auf? Und dann dachte ich mir so, was habe ich eigentlich nie zu Ende gebracht? Da fiel mir einiges ein und deswegen fange ich mit dem Ältesten an. Mit The Crew. Ich stehe mit meinem 69er... Ist das ein 69er? Ja, ist ein 69er Camaro. Und habe gar keinen Plan. Aber ich kann euch sagen, es ist viel passiert. Ich habe viele Autos gesammelt. Ich habe einen wirklich großen Fuhrpark und die sind wirklich hochgetunt schon fast alle. Ich habe mehr als ein Polizeiauto. Ich werde den Mercedes nicht mehr sehen. Außer ihr wollt ihn sehen, dann müsst ihr mir das sagen. Aber ihr müsst ihn nie mehr sehen. Wir können den einfach als Baumhaus benutzen, wenn ihr wollt. Also in der Garage vergammeln lassen. Ich gucke jetzt mal auf der Karte. Das ist nicht die Karte. So, M für Karte. Was ansteht. Wir werden die Story erstmal hoffentlich durchspielen mal. Ein bisschen disziplinierter. Und danach wird das mit Sicherheit noch weitergehen. Ich denke mal, The Crew wird auch eins dieser Spiele sein, was auf meinem Kanal niemals zu Ende ist. Einfach, weil es ein Open-World-Spiel ist und es einfach Spaß macht. Aber die Story bringen wir erstmal zu Ende und danach gucken wir dann mal, vielleicht auch mal zwischendurch, was es sonst noch zu erleben gibt. Wie kann ich denn hier jetzt die Karte... Ach, da oben. Mit Plus, natürlich. Völlig normale Taste. So, Story-Mission. Okay. Da vorne blinkt was. Was? Sind das jetzt Story-Missionen? Was haben wir denn hier? Die Tempo-Herausforderung. Wieso ist ein Tempo-Herausforderung eine Story... Ich muss mal grad Übersicht schaffen. Bannenkrieg. Hab ich schon. Ach, Moment, Moment. Das sind die schon abgehakt. Und die... Genau. Den haben wir noch nicht. Oder? Benutzt das Fahrzeug. Wäre dann der Nissan. Ja. Okay. Einzeln. Alex, was ist los? Die Five Tens wissen von Conny und Ben. Was? Was? Ich weiß es nicht, aber wir müssen sie sofort aus der Stadt bringen. Die Five Tens werden es uns nicht leicht machen. Wir brauchen was Familientaugliches. Vier Sitze und Dampf unter der Haube. Okay, pass auf. Ich leg mich an der Pendlerstrecke im Norden auf die Lauer und pick uns eine geeignete Karre raus. Vier Sitze, deswegen... Oder hole ich mit dem Auto jetzt ein anderes Auto, also sonst geht es nicht auf. Damit das klar ist, wer abkackt, verliert seinen Wagen. Schon klar. Ich hoffe, du hast bequeme Schuhe an. Zurück musst du laufen. Also ich fahre jetzt gegen den... Ist das ein Bentley Continental GT, gegen den ich mit meiner Fair Lady antrete? Ich meine, Stil und Legende hin und her, aber... Der 12-Zylinder. Ich glaube, das Navi wollte, dass ich woanders lang fahre. Okay, also wir nehmen scheinbar eine andere Strecke als der Bentley. Denn mir wird tatsächlich eine andere Strecke angegeben, als er fährt und ich hätte Reifen benutzen sollen. Ich habe das Gefühl, dass ich keinen Grip habe. Alter. Er fährt die Straße, wir fahren das Gelände. Damit können wir ab und zu abkürzen. Das soll uns den Vorteil von einem Bentley geben in einem Nissan aus den Spät-60ern. Ist gewagt, aber man ist ja Meinungsfreiheit hier. Ne? Also nichts gegen den kleinen Nissan. Ihr wisst genau, ich mag den. Ich stehe auf das Ding. Sonst hätte ich ihn ja auch nicht. Aber die Strategie aufgeht. Ich weiß jetzt auch überhaupt nicht mehr, wie das storymäßig aufgeht. Denn er hat gerade gesagt, wir müssen schnell aus der Stadt raus. Und ich habe bestimmt jetzt wieder ein Jahr gewartet, bis ich diese Folge aufnehme.
Was auch immer da ist, es ist wahrscheinlich schon passiert. Was ist das Schöne? Computerspiele warten einfach mit dem Fortgang der Geschichte, bis ihr soweit seid. Das ist unglaublich geduldig. Ist er... Ja, er ist 400 Meter vor mir. Das ist nicht so gut. 400 Meter ist weniger, als ich dachte. Versuchen wir mal, die Sprungschanze zumindest halb zu nehmen. Oh. Das hätte so schön sein können mit der Sprungschanze. Oh, wir haben tatsächlich hier aufgeholt. Noch 100 Meter vor uns. Wie weit haben wir jetzt noch die Gesamtstrecke? 3 Checkpoints. Okay. Es wird jetzt noch in dieser Folge ziemlich holprig sein mit dem, mit meinen Fahrkünsten. Ich hoffe, verzeiht mir das. Wow. Schön. Es wird wieder besser werden. Denn ich muss sagen, der Wagen schlingert auch gar nicht mehr so hin und her, wie es anfangs getan. Der ist 800 Meter vor mir. Also während ich in Slow Motion zugesehen habe, wie ich den Unfall habe, durfte er weiterfahren. Ja, ich überlege... Ja, das spielen wir nochmal. Den letzten Teil erneut versuchen. Bitte. Das war kein normaler Nissan-Start, aber okay. Asphalt ist dein Wagen echt schnell, aber deiner ist für Dreck und Sprünge. Nutze das. Guck mal, er sagt es mir sogar am Anfang. Okay, dann versuchen wir es mal direkt. Und ich bin vor ihm. Okay. Junge, du bist ein Tier. Das kann klappen, wenn es weiterhin so gut läuft. Hätte vorhin am Anfang vielleicht mal zuhören sollen. Es hilft tatsächlich, bei solchen Dingen noch mal zuzuhören. Dann weiß man zumindest, was der andere will. Wieso hat der andere ein Level von 99 auf seinem Auto? Ich arbeite ewig, damit jedes Auto auf Level 1000 ist. Ja, vielleicht werden die auch ein bisschen angepasst an den Spieler. Ich glaube, er ist ziemlich direkt hinter mir. Ich weiß nicht, wo meine Taste ist für nach hinten sehen. Das ist aber auch gut, denn sonst drücke ich die nämlich immer ständig. Das kennen wir schon. Alter, Schulterblick. Ich war da, also... Nee. Weiß schon. Hat mich gerammt. Hier auf dem Asphalt überholt er mich natürlich und holt mich auch heftig ein. Deswegen müssen wir darauf hoffen, dass es noch Möglichkeiten gibt, um abzukürzen. In den Kurven muss ich auf das Heck aufpassen von dem Ding hier. Es ist gern überall. In letzter Zeit hauptsächlich GTA 5 gespielt. Also die haben eindeutig ein anderes Fahrerverhalten, die Autos da. Muss man sich echt erstmal umstellen. Aber ich habe ihn wieder überholt hier. Weiß nicht wie gut. Wo ist eine Sprungschanze von vorhin? Gab sie diesmal gar nicht? Da kommt die erstmal. Ich habe das Gefühl, dass ein Flugzeug direkt über mir ist. Oh, hier muss ich ab. Okay, okay, kein Problem. Warte mal, ich mach das. Hä, wir sind gerade beide gerade ausgefahren, nur dass ich vorher aufs Gelände gefahren bin. War das sinnvoll? Dass man hier auf Telegrafenmasten umfahren kann. Okay, das ist wirklich knapp. Das ist wirklich knapp. Wieso muss ich denn dieses Auto nehmen? Ich hab tatsächlich Rennwagen in meinem Besitz. Wieso muss ich den Geländewagen nehmen? Warte mal, habe ich nicht sowas wie Nitro? Was wie Skill könnte auch schon helfen, aber. Kann ich nicht einfach querfeld einfahren? Ne, er sagt mir nicht den Endcheckpoint nicht am Anfang, okay. Also komplett querfeld ein, nicht so wie das Spiel das vorschlägt. Es wäre tatsächlich interessant zu wissen, wo mein Nitro-Knopf ist. Ah, Shift. Okay, probieren wir es mal damit. Das schneide ich. Asphalt ist dein Wagen echt schnell, aber deiner ist für Dreck und Sprünge. Nutze das. Super, weiter so. Ist halt auch ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich gewohnt, dass ich das Rennen gewinnen muss. Wenn ich in GTA Online gegen Leute Rennen fahre, dann des Fahrens wegen und aus Spaß. Also ich gewinne manchmal, aber wirklich selten. Und das ist okay. Aber hier muss man gewinnen, damit die Geschichte weitergeht. Das ist... Das bin ich nicht mehr gewohnt. So, probieren wir es mal. Hier rein.
Moment. Wieder zurück auf die Straße und Nitro. Kommt jetzt links an dem vorbei. Nicht gegen den. Gehen Sie von der Straße, das ist gefährlich. Okay, und hier nicht aus der Kurve fliegen. Das ist nämlich auch so ein Fehler, der immer wieder passiert. Ja, ja, ich höre dich. Fahr du mal dagegen, finde ich gut. Wieder Nitro. Jetzt sollte ich auch ein bisschen Nitro aufheben für den Endspurt. Das ist immer ganz gut. Und ganz zum Schluss fahren wir ein Stückchen geradeaus und das ist natürlich dann sein Bereich. Ach, bin ich hier eben nicht lang gefahren? Hier ist die Sprungschanze wieder. Hier bin ich nicht lang gefahren, deswegen fehlt mir ein gutes Stück Strecke. Ah, okay. Jetzt hier alles rausholen, was geht. Ich weiß gar nicht mehr, wie schnell ist der. 42. Das ist doch nett. Okay. Das ist schon so ziemlich die Zielgerade hier. Es passiert nicht viel mehr als da vorne diese leichte Kurve, die man eigentlich fast als gerade abtun kann. Genau so. Ja. Komm schon, komm schon. Nein, 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 nicht der Baum. Boah. Alter. Okay, da vorne ist das Ziel. Diesmal schaffen wir es. Boah, okay. Drei Versuche ist okay, würde ich sagen. Hey, hey, warte, warte mal. Zweite Chance? Das ist lustig, dass er nach einer zweiten Chance fragt. Während ich drei gebraucht habe. Achso, er verletzt sein Auto im Straßenrennen, ruft die Polizei. Das ist auch ein Fuchs. Familienvan. Okay. Entkomme den Cops. Das haben wir schon mal gemacht. In mehreren Autos. Das sollte gehen. Das war eine tolle Fahrt. Ich finde die Abfahrt runter und wieder rauf. Warte mal, wenn ich hier den Knopf drücke. 300 km/h. Ja. Nice. Die Polizei weiß nicht, wo ich bin, aber ich fahre direkt auf sie zu. Gut. Aber das ist nicht wie in GTA, sobald man im Radius ist, sieht er einen, sondern er muss mich tatsächlich sehen. Okay, das ist gut. Ist hinter mir. Nein, 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 du siehst mich nicht. Boah. Ich habe gerade gemerkt, dass das Lenken nicht so direkt ist hier. Aber okay. Der ist weg. Jetzt haben wir den Familienvan. Er hat auch nur zwei Türen. Und sicher nicht wirklich viele Sitze. Hi, Conny, huh? Und du musst Ben sein. Wie geht's, Kumpel? Sorry, er ist schüchtern. Ich auch. Ben, du und deine Mami müsst euch gut anschnallen, okay? Das wird eine verdammt rasante Fahrt. Bleib bei mir, Alex. Conny und Ben verlassen den Bus im Start. Warum? Ich fahre sie. Wenn dich jemand sieht, ist deine Tarnung hin. Ist zu unsicher. Wieso genau folgen wir jetzt dem Mustang? Ich meine, die sind aus der von der Rückbank des Mustang ausgestiegen und auf meine Rückbank. Und jetzt fahren wir mit dem Mustang hin, wo wir hin müssen. Wieso genau muss ich dieses Auto klauen? Entschuldigung. Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt. Ihr habt mich gefragt, ob ich einen Führerschein habe. Manchmal ist es wirklich lustig zu hören, was die NPC zu sagen haben. Vor allem, wenn man sich quer durch die Stadt geschoben hat. Ist das eine sinnvolle Route? Will der uns abhängen? Ich verstehe es nicht. Schon mal die Innenansicht. Oh, schön, der NPC fährt auch nicht besser als ich. Ist auch schön so. Ist das der richtige Ort? Klar, kann ich mich eigentlich umsehen? Ja, kann ich. Oh ja, sicher. Cool. Nun, unten in Michigan. Mein Vater hatte da eine Werkstatt außerhalb von Dearborn. Dalton hat sich dort jede Woche... Das sind dann jetzt 320 km/h. Ich habe nicht verstanden, wie jemand so fixiert auf seinen Wagen sein konnte. Eines Tages habe ich ihn gefragt und er hat es mir gesagt. Er ist 150. Gekommen. Er wollte dich treffen. Kurve. Das hat er mir zumindest gesagt. Du weißt, wie er war. Raffiniert. Ganz genau.
Okay, das Gute ist wenigstens, ihr wisst, worum es geht, denn wenn ihr die Videos in der richtigen Reihenfolge seht, dann ist was vorher passiert ist, gerade eben bei euch passiert und nicht wie bei mir vor Ewigkeiten. Aber ich denke, ich komme auch wieder rein. Was macht der da? Weiß nicht, ob das so richtig ist. Auf jeden Fall bringen wir die jetzt in Sicherheit, glaube ich. Ich weiß noch nicht genau, warum wir mit dem Mustang hier so unauffällig durch die Straßen fahren. Aber ist schön. Das ist ein Auto, hinter dem man schön herfahren kann. Ist das dein Ernst, Alter? Komm, schieb das Taxi doch noch weiter. Vielleicht funktioniert es dann. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denn auch noch... Oh. Okay. Was für eine Mission habe ich erfüllt? Keine Ahnung. Ob ihr Roadtrips weiterhin haben wollt oder nicht. Ich habe eine Zeit lang Roadtrips auch gemacht. Aber ich bin nicht sicher, ob die so sinnvoll waren. Schreibt es mal in die Kommentare. Wir haben jetzt... Was für eine Nissan gewonnen. Ich denke, wir haben den... Wir sind den Bentley gefahren. Okay. Alle Missionen erneut versuchen. Nein, ich denke nicht. Ich kehre zurück zum freien Fahren. Ach, ich habe sie zum Bus gefahren. Echt traurig, dass Ben seinen Vater nie gekannt hat. Der wäre ein toller Vater gewesen. Meinst du wirklich? Du bist der beste Beweis. Oh. Dieb. Traurig ist auch, dass es da tatsächlich scheinbar keine öffentlichen Busse gibt, mit denen du zu deinem Langstreckenbus fahren kannst. Da ist der Nissan wieder. Richtig. Denn ganz ehrlich... Das ist wichtig. Auch wenn dir der Dieb durch die Lappen gegangen ist, ich hab mein Geld zurück. Du bist jetzt wie du, Arschloch. Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Verstanden. Jetzt musst du dir deinen Unterhalt verdienen. Dein erster Job als V2 wartet unten im Süden. Miami. Eine verwahrloste Stadt. Du musst da ein bisschen 5-10-Ordnung reinbringen. Bin unterwegs. Wenn ich die Wahl habe zwischen Bentley und einem alten Nissan, dann weiß ich das. Dass ich in den Nissan steige. So, wir fahren also nach Miami, aber das ist in der nächsten Folge. Die The Crew-Folgen versuche ich jetzt mal ein bisschen so zu halten, dass es die Story so ein bisschen in einzelnen Brocken ist und dass nicht was fehlt. Ihr habt jetzt einen Ausblick auf die nächste Folge, dass wir dann nach Miami fahren, aber ihr wisst, wie man hier in dieser schönen Stadt zum Bus kommt. Ihr müsst... einen alten Nissan haben, ihr müsst ein Straßenrennen gewinnen, ihr müsst ein teures Auto klauen und dann zum Bus fahren. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich fahre schon mal direkt los und sag bis dann, euer Loco.